Halleluja, ich bin fertig. So sieht das Ganze jetzt gerade aktuell aus. Ich weiß jetzt nicht, ob ich es alles so hundertprozentig die nächste Zeit stehen lasse, aber momentan ist es in Ordnung. Hab meinen Schminktisch einfach so gelassen, wie er war, nur ein bisschen noch zur Seite gerutscht. Hab da hinten jetzt meine Lampen aufgestellt. Die große passt da natürlich nicht rein, aber die ist auch in Ordnung, dass sie da so steht. Ich weiß noch nicht, ob ich das Katzenklo hier stehen lasse oder ob ich das irgendwann hierhin mache wieder. Das weiß ich noch nicht, aber momentan, ich lass es jetzt einfach mal da. Ich habe jetzt obendrauf meine Parfüme platziert, weil ich gerade nicht weiß, wohin damit. Ich habe hier schon ein bisschen umgeräumt, dass ich jetzt einfach mal ein bisschen Platz habe. Wie hier zum Beispiel, da habe ich so ein paar High-End-Foundations zum Beispiel hingemacht und Concealer. Und hier eher Drogerie. Wenn man bedenkt, das alles war auch noch hier drinnen. Ja. Und so habe ich halt ein bisschen hin und her geräumt. Ich habe aber noch zwei Schubladen, die jetzt leer sind. Und habe ganz unten auch noch meine Nagelsachen jetzt reingemacht. Kann ich euch mal zeigen. Also es sind ein paar Nagelsachen drin. Einfach nur so das Nötigste, was ich schon mal brauche. Grundsätzlich, wenn ihr eine neue Schminksammlung sehen möchtet, wie ich das jetzt alles gestaltet habe, könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben. Und hier oben habe ich es jetzt zum Beispiel so gemacht, dass ich meine Lippenstifte hier vorne hingemacht habe. Und hinten sind dann die ganzen Liquid Lipsticks. Hier sind zum Beispiel alle von Kylie Cosmetics. Dann hier hinten habe ich noch welche von Trend It Up. Die vier Stück sind von Trend It Up. Die sind alle hier von Kylie. Und hier hinten habe ich dann noch welche von, was weiß ich, was ist das hier? Catrice zum Beispiel. Matte Me, Sleek ist das, dann hier Maybelline, so ein paar einzelne. Und hier ist zum Beispiel alles Milani, das sind ja diese Metallic Lipsticks. Und ja, also wie gesagt, wenn ihr was Genaueres sehen möchtet, könnt ihr mir gerne sagen. Und die Schublade hat sich auch ein bisschen geleert mittlerweile, Gott sei Dank. Da habe ich jetzt tatsächlich noch alle Lipglosse und so Stifte und. Also die Schublade ist immer noch ein bisschen voll. Und meine ganzen Augenbrauensachen, die hier drin waren, die habe ich jetzt auch mittlerweile in die Schublade reingeräumt. Und hier habe ich jetzt eben, wie ihr seht, so ein paar Tools reingemacht zum Waschen, meine ganzen Beautyblender und so weiter und so fort. Ersatz-Beautyblender. Hier ist jetzt so alles drin. So im Groben. Ja. Bin sehr zufrieden, viel, viel mehr Platz und ich glaube, die nächsten Jahre wird auch noch ein dritter Alex dann hierher kommen. Ist auf jeden Fall noch genug Platz hier. Guten Morgen, heute ist Spa-Morgen. Montag früh ist mein letzter freier Tag und ich mache mir jetzt mehr eine heiße Badewanne. Wir haben wirklich 8 Uhr morgens. Und das sind die Reste von der Lush-Badebombe. Die kann man ja, die ist riesengroß, die kann man immer dreimal verwenden. Die benutze ich jetzt einmal. Die färbt das Wasser schön pink ein und wenn die aufgelöst ist, wird das Ganze auch sehr schaumig. Und dann benutze ich nochmal von Lush diese Gesichtsmaske. Das ist diese Pfefferminzmaske extra für unreine Haut. Die trage ich hier immer mit so einem Pinsel auf, einfach so ein Foundation-Pinsel. Der hier ist jetzt von Zoeva. Genau, und jetzt lasse ich es mir erstmal gut gehen. Ja, und wenn ich meine Gesichtsmaske dann drauf habe, werde ich hier auch noch meine Petra endlich lesen. Das habe ich euch bei Snapchat gezeigt. Und zwar in der August-Ausgabe gibt es ein gratis Lippenstift von Maybelline aktuell. Also, ja, wenn ihr das Video seht, wird es wahrscheinlich vielleicht nicht mehr sein, aber vielleicht doch, ich weiß es nicht. Deswegen habe ich mir die Zeitschrift gekauft. Ich kaufe mir sehr selten Zeitschriften. Ich bin da einfach zu geizig für. Die hat jetzt 3 Euro gekostet, hätte ich so nicht gekauft. Aber da der Lippenstift irgendwas im Wert von 6, 7 Euro hat, hat sich das wieder rentiert. Ein sehr schöner roter, matte Lippenstift. So, die Maske ist jetzt drauf und jetzt entspanne ich mich mal. Und nebenbei schaue ich Daily MNT. Ich muss mal auf Pause machen hier. Kriegt gar nichts mit. Stopp. Aber ich werde jetzt noch unten. Ich habe nämlich Freitag, Samstag, Sonntag, also 3 Tage in Folge, keine YouTube-Videos angeschaut, geschnitten, hochgeladen, irgendwas getan, einfach gar nichts. Ich war so richtig YouTube-lost. Und jetzt kann ich nicht mehr. Jetzt muss ich mir ein paar Folgen anschauen, die ich eben verpasst habe. Und ich werde, nachdem ich aus der Badewanne draußen bin, direkt mal bei meinem Internet-Service-Typen anrufen. Und ich möchte einfach nur von ihm hören, dass er mein Internet wieder aktiviert. Und wenn er das nicht tut, dann, keine Ahnung, gehe ich den mal eine Runde besuchen. Ich habe keinen Bock mehr. 3 Tage, auch noch Wochenende, Freitag, Samstag, Sonntag ohne Internet im Haus. Dazu muss ich ja nicht wirklich viel sagen, was das für mich bedeutet, gell? Richtig schlimm. Ich hatte echt Glück, dass ich Samstag, Sonntag eigentlich den ganzen Tag arbeiten musste, sonst wäre ich, glaube ich, hier komplett durchgedreht. Meine Schwester hat schon gesagt, ich soll zu ihr kommen. Ich kann auch bei ihr das Internet benutzen. Aber ich habe mir gedacht, ganz ehrlich, vielleicht tut das auch mal gut, so eine Auszeit, einfach mal nicht ständig online zu sein. Ich war ja trotzdem online, so übers Handy, habe ja trotzdem so Snapchat verfolgt oder meine Kommentare auf YouTube und so weiter. Ich habe ja schon so ein bisschen reingeschaut.
aber nicht so extrem wie sonst. Und vielleicht war das auch gar nicht mal so schlecht. Aber nach 3 Tagen langt es mir jetzt langsam. Deswegen, ich hoffe, dass es später alles funktioniert. So, fertig mit dem Baden. Und da liegen Prinz und Prinzessin. Und das ist übrigens Miami, ihr Lieblingselch. Den schnappt sie sich immer. Das Ding ist so groß wie sie und läuft damit durch die Gegend. Hallo, Prinz. Oh. Hallo, Prinzessin. Was gibt's da draußen, Maus? Guck mal, dein Pfote ist umgeknickt, pass auf. Maus? Und ich färbe mir jetzt endlich mal meine Haare und danach mache ich mich fertig und möchte das alles endlich mal abdrehen. Ich habe echt viel zu drehen deswegen, aber ich muss erstmal meine Haare färben. Das geht einfach überhaupt nicht, was hier gerade mit meinem Kopf los ist. Deswegen, ich fange jetzt mal an. So, Farbe ist drauf auf Haare und Augenbrauen. Augenbrauen muss ich schon gleich wieder runter machen, sonst wären die zu dunkel. Ich bin jetzt nebenbei ein bisschen am Aufräumen, am Putzen. Küche ist ready, die ist fertig. Und jetzt mache ich mal gerade meine Couch. Ich sage immer, ich wasche sie. Aber damit meine ich eigentlich, dass ich die ganzen Kissen hier abziehe. Die liegen ja hier immer alle in der Ecke. Die 3 habe ich jetzt schon gewaschen. Das sind die 9 Bezüge von Ikea, die ich gekauft hatte. Die habe ich auch schon gewaschen. Die sind jetzt nämlich trocken. Die muss ich beziehen. Dann habe ich ja so kleine Kissenhüllen, das habe ich euch ja gezeigt im Ikea-Hall, gekauft. Die sind jetzt für diese Dinger. Die habe ich jetzt, die muss ich abziehen und dann mal schauen. Ja, dann mein neues Kissen. Das ist so schön. Das ist auch abgezogen. Das ist so ein, ja, ein älteres Kissen, was nicht mehr wirklich weich ist. Und da hatte ich nämlich so einen Kissenbezug mal bei Ikea gekauft. Wo ist es denn? Nicht bei Ikea. Bei H&M. Genau, das Kissenbezug habe ich gekauft und das stecke ich das alte immer hier rein. Und ansonsten, hier sind diese ganzen Bezüge. Werde ich gleich richtig schön durchkochen, dass sie mal richtig wieder weiß werden. Und dann, ja, weil heute ist einigermaßen das Wetter in Ordnung, sage ich mal. Ja, relativ blauer Himmel. Oh wow, sogar richtig blauer Himmel, sehe ich jetzt erst. Ja, und es ist auch warm, deswegen werden die Sachen schnell trocken werden. Eigentlich müsste ich ja auch mal den Garten machen, aber ich habe keine Lust. Die Katzen, wie ihr seht, sind draußen. Gut, Jason, du genießt es. Oh ja, Gras fressen. Lieblingsbeschäftigung von ihm. Ja, und ich mache mal hier Haushalt weiter. Solange die Farbe einzieht, wenn die eingezogen ist, werde ich meine Haare waschen, mich umziehen, schminken und dann versuchen zu filmen. Ich hoffe, das klappt alles, wie ich mir das vorstelle. Ja, und ich habe jetzt schon 3-mal bei meinem Internet-Service-Dienst angerufen und habe 3-mal jeweils zwischen 10 und 15 Minuten in der Warteschleife gehangen und dann hatte ich keinen Bock mehr. Ich werde dabei immer sehr, sehr aggressiv und wenn dann jemand dran geht, derjenige tut mir immer leid. Deswegen habe ich gesagt, okay, ich probiere es jetzt aber gleich nochmal, weil... Hallo? Ich war ja gestern im Rewe gewesen, nicht gestern, vorgestern, am Samstag und habe ein bisschen Obst gekauft und bitte schaut euch mal diese Honigmelone an. Also, meine Hand ist kleiner daneben. Das ist so ein Monster. Das sieht wirklich aus wie eine kleine normale Wassermelone. Ich habe noch nie so eine große Honigmelone gesehen. Das ist, also wirklich, schaut euch das mal an, das ist doch der Hammer. Wahnsinn. Ich habe echt noch nie so eine große gesehen. Das muss ich euch jetzt mal zeigen, weil ich bin total fasziniert davon. Ich werde die jetzt klein schnibbeln in so eine große Schale hier und werde die dann in den Kühlschrank stellen, dass die schön kalt ist für heute Mittag dann. Dieser Wasserbrunnen kommt übrigens bei meinen Katzen so lala an. Also sie trinken zwar draus, aber sie trinken eher hier draus. Also die lecken jetzt nicht wirklich da so richtig so am Wasserfall, sage ich mal, Brunnen. Ja, mal gucken, ob sie es noch die nächste Zeit annehmen. Keine Ahnung, aber sie trinken zumindest draus. Das ist schon mal gut. Und weil Miami ja extra viel trinken muss, ist hier noch überall Milch drin. Ja, die muss ja wirklich viel, viel, viel trinken. Ich versuche halt eben alles, deswegen, ja. So, ich habe hier einen kleinen Lifehack für euch, falls ihr das noch nicht kanntet. Kann sein, dass ihr das schon kennt. Nicht an der hässlichen Musik stören. Mein Handy liegt hier und ich bin mal wieder in der Warteschleife. Ich probiere mal wieder mein Glück. Lifehack sieht so aus. Also ihr seht es ja hier, diese ganzen Fussel, die man einfach, ja... Klar, da sind auch Katzenhaare drauf, darum geht es aber jetzt gar nicht, sondern es geht wirklich um diese Fussel. Die kennt ihr ja auch, wenn ihr so dicke Strumpfhosen anhabt, dicke Strumpfhosen aus dem Winter. Und wenn man die mehrmals wäscht, dann kommen dann diese komischen Fussel zustande bei manchen Materialien. Und wie ihr sehen könnt, dieses Kissen hier sah noch schlimmer aus als das. Und hier ist es einfach nicht mehr so. Also wenn man die so nebeneinander legt, da seht ihr gut, sehr gut gerade den Unterschied. Und zwar gibt es da einen ganz, ganz, ganz einfachen Trick, und zwar rasieren. Also ich habe hier einen ganz normalen Rasierer einfach genommen. Am besten nehmt ihr eine alte Klinge, darf nicht zu scharf sein. Nicht, dass ihr in den Stoff reinschneidet.
Und weil man sowieso dir nach die Klinge wegschmeißen kann. Und ihr nehmt einfach die Klinge und fängt dann an, hier so wirklich drüber zu rasieren. Ich kann das hier gerade mal ein bisschen machen. Ist ein bisschen schwierig mit einer Hand, aber man sieht schon. So, einfach drüber rasieren und man sieht schon, hier sind diese Fussel schon weg und hier sammeln sie sich dann alle. Kann man dann abziehen und fertig. Also es ist richtig genial. Das habe ich auch schon immer früher mal bei meinen dicken Strumpfhosen gemacht. Da habe ich die angezogen, drüber rasiert und dann sind diese ganzen Fussel weg und es sieht einfach wie neu aus. Richtig, richtig schön. Also sehr nice. Das war ein kleiner Live. Leute, fast 25 Minuten und das ist der dritte Anruf. Die anderen waren auch so lang. Krass, oder? Oh, Idioten. Ich mache mir jetzt was zum Mittagessen und zwar mache ich mir jetzt hier in der großen Wokpfanne, kommt ein bisschen Olivenöl rein, schneide ich Putenbrust klein, das mache ich zusammen mit der Uncle Ben's Süß-Sauersoße, extra Gemüse. Ich finde die mega, mega lecker. Kann man natürlich sowas auch selber machen, aber das hat so einen Eigengeschmack. Ich finde das super lecker. Und dann werde ich jetzt mal diesen Basmati-Reis ausprobieren von DM Bio. Ja, das mache ich jetzt. Ich liebe dieses Olivenöl so sehr, dass ich jetzt gerade wirklich die Flasche leer gemacht habe. Zum Glück hatte ich noch eine zweite da. Das ist ein Olivenöl, da kann ich euch gar nichts Genaues zu sagen. Das bestellt meine Mutter immer über irgendwelche Freunde und das kommt aus Italien direkt. Also es wird hierher geliefert. Ja, es schmeckt auf jeden Fall sehr, sehr genial. Ich koche damit, brate damit. Ich mache alles mit diesem Olivenöl mittlerweile. Es ist so, 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 so lecker. Und eine ganze Flasche ist mal wieder leer. Das Fleisch ist jetzt fertig. Habe ich einfach nur angebraten mit Olivenöl, bisschen Paprikapulver draufgegeben, bisschen scharfe Chili und dann noch mein Vegetar. Da werde ich jetzt die Soße dazugeben und das dann noch ein bisschen aufköcheln lassen und dann den Reis dazu. Der ist jetzt fertig, sehr, sehr lecker. Und Leute, ich bin bei 49 Minuten. Yo. Ja. Bitte haben Sie noch einen Moment Geduld. Ja, ich habe aber keine Geduld mehr. Krass, oder? Und sowas nennt man Service. Naja. So, fertig, so sieht es jetzt aus. Ach, ich lasse mir jetzt erstmal schmecken. Oh, ich habe so einen großen Hunger. Und ich habe jetzt übrigens aufgelegt, weil es einfach nichts bringt. Und es nervt mich so, 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 so sehr. Ich wollte unbedingt nämlich Videos hochladen. Aber naja, ich kann es nicht ändern. So, guten Appetit.